Ich hab den Schaden lieben zu euch so genannt, ja. Ich hoffe, ihr fühlt das. Ich kann sonst auch später filmen, ja oder so. Aber ich habe halt kaum Sachen aktiviert, ne? Extra für euch habe ich ihn so genannt. Schon anziehen, ne? Achso, siehst du, weil ich auch gucken wollte, ob die ein Level Requirement haben. Haben sie. Oh. Anziehen. Imagine, ich lösche das Ding dann irgendwie. Was ist das so brauchen? Das hier brauchen wir, das hier brauchen wir, das hier. Was brauchen wir das denn? Okay. Sprinten wir erstmal los, würde ich sagen. Da ist der Level 15er Char Worldwide. Also viel hat er ja gar nicht. TBH. So viel hat er ja gar nicht. Noch nicht. Was ist denn hier beim Pitch-Dings? Da gibt es hier nicht irgend so einen. Den Upcut C5 Amplis. Der Rest interessiert mich ja nicht. Weite Drink X brauche ich nicht. Ich brauche nur die Upcuts. 10 Stück wären eigentlich 300 FK. Nee, es lohnt ja nicht mal. Lohnt ja nicht mehr, das Kackding. Nee. Lohnt nicht. Oh! Hier hat SF nicht rebufft. Events, sagen wir. Wenn die Skills weg sind, einmal schreien. Heute ist das mit den DCs ganz schlimm. Du, nicht nur bei dir. Mir ist das auch sehr oft. Leider Gottes, es nervt wirklich, wenn du irgendwie eine Party halten willst oder sowas, um später da die Party noch irgendwie zu spielen und sowas alles. Dann bist du kurz gefühlt einfach nur 5 Minuten einfach nur weg. Auf Klo kacken. Mit dem Handy. Kennt jeder. 5 Minuten, wie immer. Kommst du wieder, alles die Zählparty weg. Ach, geil, Digga. Danke dafür. So, hier ist dein SF. Doch alle. Nee, der hasst er auch nicht. Was ist denn da los? Warum hat denn der nicht richtig rebufft? Habe ich jetzt weniger Int als letztes Mal? Kann das sein? Weil alle Party verlassen, weil Kane, glaube ich, da ist. Ja. Wieso levelst du noch einen Jester? Weil es auf dem gleichen Account ist wie mein Jester. Also mein Main. Komme ich mit meinem Ringmaster nicht in den Dungeon rein? Ah, jetzt ja. So kann ich meinen Jester Main dann das Z und sowas alles dann geben. Und zumal für PvP und sowas hier und auch um weiter noch mehr CW zu farmen und sowas alles, noch mehr Red Meteonica zu farmen. Ich kann das nicht überbuffen, ne? Gut, muss ich mich ranhängen. Dachte ich mir, das ist eigentlich ganz nice so. Ich kann mich ja gar nicht ranhängen. Ich kenne XP. XP. Weiter. Ja, Ampli an.
So, leveln wir unseren... Ja, ich habe euch das Ganze natürlich mit davor, mit Level 15 und so, das habe ich irgendwann zwischendrin mal gemacht, um euch das zu ersparen. So, ab hier können wir ja ganz, ganz entspannt weiter leveln. Kriegen natürlich ordentlich einen auf den Dötz. Wenn die mal zuhauen. Weil wir einfach keine Rüstung haben. Aber gut. Räumen wir mal hier auf. Wo ist unser AOE? Gut, dass wir haben einen Stack Gratin Food, habe ich einfach vor meinem Blade drüber getradet. So voll P-Server-Feeling, ne? Kein Red Drop? Nee, beim Red Meteonica war leider kein Red Drop gewesen. 20% pro Mob. Was kann der Ohrring? Eigentlich nichts, der gibt 24 Schaden. Also, ja. Kann ich den eigentlich auch weghauen? Die Maul plus 3 gibt, glaube ich, mehr. Oh, passt ja fast. Hast nicht gebufft? Ich habe keinen Haste gebufft. Vertical Speed, auch mal. Ich komme schon mit meinem Ringmaster hin. Und sowieso noch die Potions, die schon vom Serverstart noch 40 Dinger rumliegen. Na, kannst du auch hier verbrauchen jetzt. So, war noch irgendwas, was ich nicht überbufft habe? Ne, ich glaube, das war es denn, ne? So, haben wir schon hier irgendwas? Ich glaube, auf Level 3 machen wir dann. Ja, Boots. Bisschen mehr Defense. Brauchen wir. Würde ihn sonst auch nehmen, falls er weg muss. Wir haben ja auch noch einen 60er Ranger und der machen für Envy mal schauen, was da so geht. Muss heute ganz gut klappen. Auch Ringmaster ist, glaube ich, eine Klasse, die das ganz gut solo machen kann. Müsste man mal Zeit stoppen, Level 15 bis Level 60. Sollten wir jetzt in einem Durchzug ja relativ schnell schaffen. Mal so fast behaupten. Ich würde ja auch einfach nur die Dungeons machen, ne? Oh, der ist in Range. Wieder weg. Einfach nur die Dungeons, aber seitdem wir die Buffs nicht mehr mitnehmen können, ist das auf jeden Fall problematisch. Da müsste man sich mehr denn darauf vorbereiten. Ja, doch, ist doch richtig, oder? Ne, ist nicht richtig. Müsste man sich auf jeden Fall mehr darauf vorbereiten. So ein Dungeon Run. Was für Pets bekommt man im 60er Plus? S-Pets. Wenn du das jetzt meinst, mit Level 60, ab Level 60 kannst du S-Pets nehmen. A-Pets sind für Level 45. Falls du das jetzt meinst. Brauchst du noch einen Cruiser plus 8? Ich hab einen Cruiser. Ich hätte es mal vorher gesagt. Ich habe mir erst einen Cruiser gebaut gehabt jetzt für das Projekt hier. Nee, meinte, welche bekommt man in den Dungeons Envy? Ganz normal die C und B. Das. Ich weiß nicht, ob es leider ist. Aber es geht nicht mit höher. Also. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Nightmare Level Chasm rennst, kriegst du da trotzdem nur D und F und E Pets oder sowas. Also ich glaube E und D, ne? F ist ja F, glaube ich nicht, aber E und D oder so. Und bei Envy kriegst du immer C und B, egal welche, ob normal, hart, extra hart, Nightmare. Also normal ist ja hart. Dings kann ich schon mal nach St. Morning.
Pet für die Power Dices wäre schon nicht schlecht. Im 60 Plus kann man B-Pets bekommen mit Mid-Keys. Sind doch B-Pets, oder? Die im mittleren Bereich vom Dungeon sind C und danach kommt B. Ja. Und in Garden Sanctuary kannst du im mittleren Bereich B und am Ende A. Und bei Storm Peak kannst du im mittleren Bereich A und am Ende S bekommen. Ja, so ist die Aufteilung. Also Envy Depths, C und B. Ja. Deswegen habe ich auch wie ein Bekloppter bei Burudeng, wo es kam, die ganze Zeit mit Several Chars nur Envy Depths halt gefarmt. So. Der halt dumm und dämlich verdient da dran. Aber da sind ja natürlich dann die Preise irgendwann halt so krass gedroppt dann. Irgendwann waren ja die Preise vom B-Pad auf dem Niveau von dem C-Pad gewesen. Die gedroppt, ja. Ja, ist jetzt nicht so wild, wenn wir jetzt hier nicht jeden irgendwie mitnehmen, aber cool wär's. Oh, Level Up machen wir hier noch und dann ziehen wir weiter. Ich sagen. Ich habe auch noch Low CD Pad. Ja, ich habe überlegt, ob ich CD Pad wäre natürlich besser. Überlegt mein. Ich glaube, den habe ich schnell überlevelt. Gib mir ein, zwei Stunden, dann bin ich höher als der. Wie antworte ich dem jetzt? Kleine Challenge. Der ist jetzt Level 44. Guck mal, wann wir den überholt haben. Ich bin Fässer FM. Okay, ja. Gut, ich auch. Ich will aber nicht Liedchen. Selber spielen. Guten Abend, Alter, sagt. Ach, sieht man mir das an. Hey, Crazy. Alles gut? Ich hoffe, bei dir und Family alles tippitoppi. Hoffe, bei deiner Oma ist alles gut soweit. Erst weiß ich aber, ob der ist die schon B-Pets bekommst. Huge. Ja, ist es definitiv, klar. 10 Min? 10 Min, ey. Ey, und wenn er auch einen RM hat und schnell killt, dann nehmen wir uns ja nichts, schätze ich mal. Pinner hier rüber, Pinyan. Pinyan rüber, Pinyan. Kann ich das schon tragen? Nee. Weiß ich. Den Jojo wollte ich hier einen Skin machen und dann auch meine Low-Level-Skins, Low-Level-Jojos rüber skin. Aber nur, weil ich zwei Dinger davon habe und ich weiß nicht, wo ich damit hin soll. Überbufft. Moin, kann man eigentlich zum Beispiel D-Cards auf C-Cards verbessern? Nee, kann man nicht. Das geht nicht. Speed habe ich eigentlich schon 100%. Aber jetzt ist er aus der Party geliebt. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir den überholen können. Receive the mail. Oh, okay. Bleiben die Sockelkarten von der Rüstung beim Transfer drauf? Nein, bleiben nicht drauf. Bleiben nicht drauf. Beim Transfer erhältst du nur den Gegenstand plus 10, ohne irgendwas. Keine Erweckung, keine Sockel-Piercing, kein Element oder sowas.
Okay. Du meinst sicher später auf dem Main? Achso, auf dem Main dann? Auf dem Server-Transfer? Also was meinst du jetzt genau für einen Transfer? Meinst du, whatever das ist? FWC? Rüstung und Waffentransfer oder meinst du Servertransfer? Ja, kümmere mich doch, Kappa. Alles gut für sie. Guck mal, er ist wieder da. Immer noch Level 44. Haben wir jetzt für den ATK Speed 90 mit dem 30er Set? Müssten wir dann 100 haben, oder? Ja. Hab mal alles rübergeschickt, wie gesagt, Ranger erstmal passiert. Okay, alles klar. Ja, danke. Ich suche mir natürlich das Beste raus. Danke dafür, Jonah. Zum Namen Ringmaster. Geh weg! Ich sehe gleich wie Waffen, SF Protect und so. Mir gestern erst rüber gemacht, am Ende ist es ein 44 Impact geworden. Ja, yo, GZ dazu, krass, das ist ja auf jeden Fall heftiger als bei mir. Meins ist ja nur ein 39 Impact geworden, das wird zum Rewind. Ja, nicht schlecht, GZ dazu. Behältst du oder verkaufst du? Schon mal. Service Heroes und Transfer auf den Main Server. Rüstung ist 4-4 gesockelt, 16 ATK bleibt. Ja, das muss ich neu socken. Nee, das bleibt alles. Beim Server Transfer ist das, was du ausgerüstet hast, kommt so. Das einzige, was verändert wird, ist, dass die Sachen dann Account gebunden sind. Also du kannst dann halt nicht auf den Markt schmeißen oder so dann. Oder anderen Charakteren geben auf anderen Accounts. So, na, das geht da nicht. Ne, ich hab da Reise. Hm? Achso, weil wahrscheinlich, weil es gerade am Auslauf war. Danke für die Info, immer gerne. Wenn das Account gebunden ist, besteht ja nur die Möglichkeit, dies zu tun mit Command Back. Okay, oder gibt es da auch unten? Bank? Genau, eigentlich nur mit Bank. Mit Banktransfer dann. Und das dann eigentlich nicht. Also irgendein Char meine durch Battle Pass und ab und zu hat man mal Events, wo man das bekommen hat und sowas. Sollte das ja drin sein, oder? Also BP, Battle Pass und Command Bank, da zwingen sie einen wieder mal zu cashen. Ja, oder man wartet halt so lange, bis irgend mal ein Event kommt, wo man das bekommen kann. Wäre dann der Free-to-Play-Way. Aber klar, ist halt am Ende ist es halt Fly, ne?
Immer alles danach ausgerichtet. Oder ist Call of Unbind? Aber wenn sie das machen würden, na? Krass. Dann würden natürlich viele nur das FWC-Zeug die ganze Zeit farmen, die Waffen und sowas alles. Und dann warten, dass sie es anbinden können und auf den Markt schmeißen. Natürlich hier ganzen Filler verlieren oder wir gehen auf Channel 1 einfach. Immer Channel 1. Vielleicht kommen ein paar ein. Aber natürlich auch weniger ATK. Aber weniger Schaden. Lol, One-Shot. Habe ich den Piccolo-Modus drin? Muss ich nicht Channel 1 sein oder du? Glaube nicht, nö. Ne, ich glaube nicht. Die Leute joinen jetzt auch. Also, tatsächlich nicht. Ich sehe es mit meinem Ringmaster auch, obwohl ich aus der Party-Range raus bin. Und dadurch die Leute hier alle reinkommen, sieht es nicht so aus, als ob es notwendig ist. Ja, was Neues gelernt. Mal, wir können auch weiterziehen hier. Manchmal denke ich so kurz, wenn ich den sehe, oh, ein Event-Monster. Also warte mal, wir haben gar kein Event. Warte mal, das ist ein Level 60er Job-Change-Monster. Wait a minute. Ja, weil ich bin so dekadent, hab ne Red Skull, aber fülle meine Party mal selbst. Über mehrere Channels. Ist auch krank, ne, wie teuer die 10% Speedsets sind, ne? 1,8 Billiarden, also 1,8 Milliarden für ein 10% Speedset. Das ist gestört. Die FPM-Preise ist einfach... Einfach uff. Leute kaufen ja schon viel 450 Millionen 1KF-Coin, ja. Anna, was willst du machen? Willst du zusehen und dass dein Penny ja weniger wert wird? Das ist halt irgendwie so eine unendliche Spirale hier, ne? Wo soll denn das noch hingehen? Nur weil der das dafür verkaufen will, weiß er schon lange nicht, dass es so viel wert ist. Na doch, ich glaube schon, dass es ungefähr so viel wert ist. So. Kannst du umrechnen, so ein 10% Speed hätte so um die 4 bis 5 KF-Coin wert. Und wenn 1K 450 Mio kostet, dann brauchst du selber nur mal 4 oder mal 5 rechnen. Bist dann teilweise schon bei 2 Milliarden. Also ist das schon so ungefähr der Preis dafür. Leider. Das hat gestört, die F-Coin-Preise, wie die hier hochgehen. Man kann sogar mehr verlangen, wenn man verkauft. Macht er sich über meinen Partynamen lustig, der Knecht? Weiß nicht, Hurricane. Ach so, jetzt verstehe ich es.
Olf, are you Steph Curry Fan or you just like Food Curry, lol? Hab ich das erst gar nicht verstanden. Der jetzt meint. Oh, der meint ja mich. Ja, 4- bis 5-fache des Öffnenpreises war schon immer so. Hab mir das New Black gekauft, angezogen und direkt wieder weg. War es das hässlich? Ich finde paar Parts gar nicht so schlecht. Also die Brille finde ich cool und das den Backpack, das Rückenteil finde ich auch ganz cool. Der Rest ist sonst nicht doller. Also weder die Boots noch Helm noch die Suit sieht irgendwie cool aus. Aber die Brille, die ist ganz fresh. Und das Rückenteil ist auch okay. Ist jetzt nicht super cool so, aber ist in Ordnung, kann man mitnehmen. Aber die verlangen dafür auch richtig viel Geld, ne? So, das Black wird teilweise auch für 250 Mio verkauft. Obwohl es ja nur 2% Speedset ist. Die FB-Preise. Aber der Wahnsinn. Curry King hat mich früher ernährt, ja, mich auch. Danke für die Benachrichtigung, dass ich Hand Monster geschafft habe, wo ich schon längst habe. Mehr bis zu 400. Ja, eher 400. What? Das Blackset ist was? Das ist ein Quatsch. Wenn du es mit damals mit Bodeng vergleichst, mit die dass du für 250 Mio hat immer ein 10% Speedset gekostet ungefähr. Hier kriegst du für 250 Mio gefühlt dann scheinbar nicht mal einen 2% Speedset. Relation. Ich weiß auch nicht, was die Leute mit dem Blacksets haben. Schwarz ist halt das neue Schwarz, ne? Genau, Schwarz ist das neue Schwarz. Klingt aber irgendwie komisch, Patrick. Wenn man das jetzt so liest. Level 36. 19 Level? Nee. Doch. Nee. 21 Level. In 25 Minuten. Okay. Wenn wir so weitermachen, wird schwierig. Was hast du für ein Set an? Wenn du jetzt hier habe ich jetzt das Layered Set, also das 30er Set. Plus 5. Sogar. Müssen das plus 5. Ansonsten, wenn du CS-Stuff meinst, dann habe ich das White Stripes Blue Set, was 10% Speed gibt. Ist aber transmuted ist zu Traditional Thai. Die Boots natürlich transmuted zu Material Guardian Black Shoes in White. Denn Weiß ist das neue Weiß. Wie schaffen wir den heute noch auf Level 60? Geht auf jeden Fall. Ist jetzt erstmal ultra schnell. Worauf ich schon mal gar keinen Bock habe, ist das hier alles. Oh. XY1337 erreicht Level 9. Yes, let's go, Max for Dance.
Dugi, vielen Dank für deinen 9. Monat. Geht's ja zu dem Q&M. Und vielen Dank. Ja, Jester, let's go. Ich wollte mal was Neues machen hier in dem ganzen Live-Universum. Und habe mich entschieden, einfach mal einen Jester hochzuziehen. Damit ihr auch einfach mal ein bisschen was Neues seht. So bei meinem Kanal und meinem Gameplay und sowas. Und das soll ja nicht langweilig werden für euch. Soll ja auch ein bisschen so die Vielseitigkeit des Spiels auch hervorheben. Go! Casual einfach 10% Speedset. Ich weiß nicht, ich würde Elf jetzt nicht als Casual bezeichnen, weil sie ihn in die Augen. Sind das Casual-Augen? Ist halt von meinem Main, ne? Von meinem Blade. Rüber getradet, also ist jetzt nicht extra dafür gekauft, sondern dadurch ist Hub auf meinem Blade, ziehe ich es natürlich rüber und benutze es auf meinem Jester. Weil, warum nicht? Ja, um 20 Uhr bist du durch, wenn du Amps an hast. Guck mal, ja. Casher ist das. Elf scheint schon ein widerlicher Casher zu sein, ja. Einfach mal was komplett Neues von dir hätte ich so nie kommen sehen können. Immer noch GameBP gemacht. Was ist da los? Casual. Casual. Wo ist Transmutus? Ich dachte, das kann man nicht traden. Deswegen ist er ja auf dem gleichen Account, Patrick. Weil sobald es Transmuted ist, ist es ja Account gebunden. Den kann man es ja nur noch vom Account zu Account, also auf dem gleichen Account traden. Weil, kann er change Character und dann kann ich ja zu meinem Max, zu meinem Blade rüber switchen. Ja? Account gebunden. Deswegen ja die Problematik, dass du mir das stacken solltest und in der Party bleiben solltest. Weil ich ja nicht mit meinem Blade gleichzeitig online sein kann, ansonsten hätte ich einfach ein neues Fenster aufgemacht und mein Blade online gestellt, der hat ja Red Scroll. Und dadurch, dass er so nicht geht. Weißt du, da ist der Unterschied zwischen einem Casual und einem Grinder. Ja. Ich bin halt ein Casual. Ich mache alles auf dem gleichen Account. Der Grinder macht halt alles auf mehreren Accounts. Ey, mein Jester auf Bodeng ist ja auch auf dem Account, wo auch hier der Blade ist. Daher muss das ja irgendwo auf dem gleichen Account halt bleiben. Genau. Muss auf jeden Fall rebuffen gleich. Ach ja, wenn SF und GT wenigstens so lange halten würden wie die anderen normalen Assist-Buffs, das macht einfach keinen Sinn, ne? Da merkst du halt, dass die Developer und sowas halt alle nicht selber spielen. Weil sonst hätten die das schon umgeändert, weil es macht einfach keinen Sinn. Dass sie eine unterschiedliche Zeit haben. Halbe Stunde GT, da sehe ich mich ja. Ach, Digga, da war der Nisa, den habe ich nochmal weggedrückt. Der wollte noch nicht. Bei dem Casher verfügbar. Trauriger wäre, na, schon. Weiß nicht, ob man sich das denn holen würde. So, erweitert deine Ringmaster Buffs auf eine Laufzeit von einer Stunde. Das wäre schon krass. Gut, gerade für Dungeon Runs und sowas alles. Vor
Beim GT, ne? GT eine Stunde, oh. Schon so ein bisschen satisfying. War krank oder was? Nee, ich weiß nicht. Ich schmeiß den Stream an und meine Nase läuft los. Ich weiß nicht, gefühlt schon seit ein, zwei Monaten so. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht muss ich hier einfach mal die ganzen Spinnennetze, die hier sind und sowas alles, einfach mal ein bisschen vielleicht sauber machen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach Hausstauballergie dann ist oder so, die reinkickt. Aber naja, als Gamer ist es halt irgendwie annoying so ein bisschen, ne? Es gehört sich halt einfach nicht. Nach Wochen mal wieder hier und es geht immer noch darum, dass ihr da mit dem Cash-Shop landen könnt und es keinen richtigen Gameplay und QL-Patches gibt. Für keinen Tag vergangen. Wird auch nie anders sein, auch wenn du in 5 Jahren nochmal reinguckst. Am Ende bleibt das halt Fly unter den Händen von Gala und solange das Entwicklerteam auch davon abhängig ist, da stationiert ist und die so weiter zusammenarbeiten, wird sich das niemals ändern. Das ist einfach das Lieblingsspiel von so vielen von uns in den Händen dieser Leute. Jetzt 90,5 ATK Speed. Ist zu wenig. Läuft auch immer nur das linke Nasenloch, ne? Das andere ist trocken und stabil, aber das linke. Weiß nicht. Hält nicht durch. Ist wahrscheinlich immer nervös, das linke Nasenloch, wenn ich den Stream anmache. Denkt sich das immer, oh mein Gott, aha, Livestream. Oh Gott, ich bin so nervös. Ich muss los. Dann läuft es davon. Mein rechtes Nasenloch ist so, yo, chillig. Macht mir gar nichts. Ich performe einfach. So wie es sein muss. Oder ist kaum mitnehmen. Junge, du bist schon wieder krank. Warst du dieses Jahr auch mal gesund? Ich bin nicht krank. Das ist einfach nur mein. Sobald ich den Stream anhaue, läuft mein linkes Nasenloch. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin aber nicht krank. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Ja. War noch nie so gesund. Nee, mir geht's gut. Ging mir noch nie besser. Bin in den besten Jahren. Spiel Life Universe. Also, sehe jetzt nicht, wo das Problem sein soll. Würde mal sehen, es geht auf die 30 zu. Hey, 30 ist das neue. Weiß nicht. So wie ich mich fühle, 40. Nein, Spaß. Er geht schon bergab mit mir. Das merkt man. Ein paar Sachen. So, was machen wir denn? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt?
waren jetzt hier. 21% Kritschaden. Okay, gut. Nee. Jetzt plus 8. Dominik EMUs erreicht Level 3. Nice. Das ist plus 7. Ja gut, plus 8 ist halt besser als plus 7, ne? Dominikimus, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Nicer, dicer. Dass du da bist. Zugeschalten hast. 30 ist das neue 12, wenn man sich die Live-Spieler anschaut. Ich kann nichts dagegen sagen. So, ne? Das ist das Ding. Hallo. Ja, danke, Jona. Genau. Also die Arex brauche ich nicht, weil ich habe meine, ich habe Dexion. Ich habe nur ein Dexion. Oh. Ja. Ich liebe gerne. Kretschan Pet hat ab Level 60, ist klar. Dann warte mal, Julius hatte ich auch noch. Das hier ist meins. 40er Jojo, das hier ist 60er. Das Level sind wir jetzt 40, okay. Wir haben halt kein Penya, ne, um uns ein Board zu holen. Sind einfach arm. Zu arm. Wir gehen mal gleich an einen der Lieblingsspots von den Bots. Wieso eigentlich Chester? Hast ja mit Blade schon einen 1v1, oder? Ja, habe ich. Ich würde aber gerne noch mehr Clockworks Hard, Meteonica Hard und Red Meteonica Hard farmen. Da habe ich mir überlegt, was mache ich? Ich mir noch ein Blade hoch, weil das Equipment habe ich ja schon für den. Oder ich habe ja noch mein Main Jester auf Urodeng. Ich mir überlegt, na gut, ich mache auf den Account, wo auch der Jester drauf ist, wo aber leider auch der Blade drauf ist, einfach den Jester, damit ich dann auch die ganzen FWC-Sachen einfach auf meinem Jester ziehen kann. Auf meinem Main Jester, von dem Jester hier. Ja. Und vielleicht spiele ich halt mit dem Jester hier noch ein bisschen PvP. Macht mir auch ganz gut Spaß. Jester funktioniert das halbwegs. Gerade seit dem Asylum-Nerf ist Jester wieder ein bisschen, steht wieder ein bisschen besser da. Balance Patches kommt ja dann auch die Woche jetzt da noch, also die Woche, die kommt. So. Nö, da dachte ich mir, ja, na doch, machst du einfach einen Jester. Weil klar, was macht man, wenn man einen Jester auf 140 geprügelt hat? Macht sich einen Jester und prügelt ihn auf 140, hä? Weil deine PvP-Klasse hat, die im PvP nichts reißt, ja. Stimmt, aber bedenke. BP wurde auch genervt, also 15% Asalschaden haben sie weggenommen. Das ist auch schon huge. Jetzt ist halt die stärkste Klasse derzeit einfach nur noch Psykeeper. Aber es ist schon über Buschfunk so ein bisschen, weiß man, dass wahrscheinlich Donnerstag, wenn Klassenbalancing ist, der Psykeeper irgendeiner Art und Weise vielleicht genervt wird oder andere Klassen gepusht werden. Mal sehen. Ich hoffe nur nicht, dass ich das jetzt hier dann bereue, dass so mit den Balance-Patches ich mir denke, oh geil, die Klasse da, die ist jetzt irgendwie gepusht worden, da sehe ich mich drin, die will ich jetzt spielen, das sieht interessant aus. Hier ein Board. Wenn ich, mache ich mir halt noch einen Char. Wann hast du mit dem angefangen? Also ich hatte den Level 15 Offstream schon vor ein paar Tagen gemacht. Onstream haben wir jetzt mit Level 15 Job Change quasi angefangen. Und haben dann die Ampli aktiviert. Also seit 40 Minuten spielen wir den jetzt seit Level 15. Sozusagen. Also in 40 Minuten auf Level 40. Ab Level 15.
Ja, wichtig ist es mir halt noch einen zweiten Char zu haben für Red Meteonica, Meteonica und CW, dass ich halt weiter die FWC Sachen halt farmen kann, ne? Dann heute noch easier 60er Change, oder? Würdest du sagen, ja? Ich denke mal die Ampli. Und mit der nächsten Ampli sollten wir dann wohl durch sein, schätze ich mal. Also noch eine Stunde 20 Minuten. Wäre auf jeden Fall die Challenge, ne? Frag mich, welches Level jetzt der ist, der mich leveln wollte. Ist ja leider nicht mehr in der Party drin. Aber hier auf Channel 1 sind gar nicht so viele Bots, wie ich dachte. Kannst du dir doch anschalten, da steht das Level. Noch 7 Level. Oh mein Gott, habe ich den Hit geblockt gerade. Mein Leveler. Es sind nur noch 6 Level nur rüber mir. Siehst du, Leute, deswegen nicht leveln lassen. Deswegen nicht leveln lassen, sondern selber leveln. Weil das, was ich hier mache, kann jeder. Wenn er einen hohen Ringmaster hat. Und ein bisschen Geld. Hab gestern viermal CW gemacht, Speeder plus 2 und zwei Tage davor, Dexon plus 2. Ich habe von CW bis jetzt, ich mache den immer regelmäßig, immer. Ich habe, glaube ich, noch keinen Tag mit CW ausgelassen. Ich habe immer nur plus 1er Sachen, noch nichts Besonderes bekommen. Einzige Red Drop war, glaube ich, Paradise plus 10 oder so. Und die Flasche hat bestimmt auch wieder kaputt. Ja, klar. Ja, stimmt, die Flasche, die kostet. Das kann man sich ja alles in-game erfahren. Ne? Man muss nur für die Blast ein paar Milliarden in-game erfahren. Und dann kannst du die ja schon kaufen. Das ist ja so quasi. Ich bin auch viermal. Bad. Hast du schon FWC-Schmuckteile bekommen? Also nur CW oder auch Meteor und Red Meteor? Wie viel ist aktuell eine kleine B-Axt wert? B-Axt habe ich auch schon für 500 M gesehen. Also ich habe meine zuletzt vor ein paar Tagen, die ich gecraftet habe, für 700 Mio verkauft. Kannst du Geld geben, wie ich das mit Level 15 mache? Ah, die Tage vielleicht mal. Oh, die hauen ordentlich, ne? Video kann ich nur mit einem aktuell mit Psy auf 128 CW schon Finger kommen. Oh ja, das glaube ich. Ja, wäre schon cool, wenn wir irgendwie ein F-Tool hätten oder sowas. In-game F-Tool. Wäre schon nice. Wenn ich über dem bin, kann ich ihn ja fragen, ob ich ihn jetzt leveln soll. Hm. 550 bis 600 sollte realistisch sein. Oder dass man die Tasten wieder gedrückt halten kann. Ja. Ist auch. Aber F-Tour wird trotzdem cool. Ist auch als Ringmaster einfach so deine Buffs durchratterst und sowas alles. Ohne jedes Mal auf die Tasten, oh, das.
auch für ein Guild War, dass du switchen kannst, legal, gewollt und sowas alles. Ich sag mal, für Gala ist es nur cool, wenn die ein Switch-Tool reinbringen, weil was heißt Switch-Tool? Wenn du Sachen switchst, dann hast du mehrere hochgeupgradete Sachen, die du ja switchen möchtest, so, ne? Am besten so viel wie möglich. Das heißt, du musst so viel wie möglich auch upgraden und hochbringen. Das ist natürlich ein Boni für Gala. So. Ja, von denen Interesse sein eigentlich. Erstmal Psykeeper und 1v1. Ja klar, auf jeden Fall, gehe ich mit. Absolut annoying, da die ganze Zeit die Tasten zu spammen. Bis du irgendwann mal was down hast. Jetzt wird es schon ein bisschen langsamer mit dem Level. Party Settings? Natürlich. Das Gute ist, dass wir hier die Erfolge, Monsterfolge haben wir ja hier alle vom Blade. Wo sind wir da jetzt? Jetzt bei. Bad Puppet Level 3. Nee. Prankster, auch Level 3. Layana, Steamwalk habe ich ein bisschen länger gelevelt. Dann bin ich ja relativ früh so gut, so schnell wie es ging zu Nuktus. Werde ich auf jeden Fall jetzt dann wieder machen. Mit Level, naja, 50 glaube ich. Level 50. Die meisten Tastaturen haben doch programmierbare Knöpfe. Ich habe zum Beispiel G1 bis G12. Ja, hast du ja auch, aber es darfst du halt nicht benutzen, theoretisch. Also nicht nur theoretisch, du darfst es halt nicht benutzen, das programmierbare Tastaturen. So. Das ist halt jegliche Automatisierung von irgendwelchen Abläufen, Tasten, ist verboten im Spiel. Egal, ob du dafür Software, Hardware nutzt oder sonst was. Ja. Weil das in irgendeiner Art und Weise automatisiert ist und du es nicht händisch komplett durchdrückst, auch wenn man sagen kann, na, ich drücke ja händisch G1, meine Makro-Taste, die ich vorher programmiert habe, ist ja trotzdem verboten. Weil dann eine automatisierte Abfolge erfolgt. Ja, nicht so, dass sie hier großartig bestraft wird dafür. Ich glaube, selbst nach der Meldung, die sie gemacht hatten, einmal wegen Guild War und Switchen, vielleicht hatte die Hälfte der GW-Spieler ein, zwei Wochen danach irgendwie den Schwanz eingezogen und es nicht gemacht, aber spätestens nach der dritten Woche hat jeder wieder normal geswitcht. Und ich glaube, bis jetzt nicht gehört, dass irgendein GW-Spieler deswegen gebannt ist oder gebannt worden ist. Der menschlichen China-Klicker ist erlaubt. Nein. Also einfach grind auf so hohes Level wie möglich oder irgendwie noch Giants Farm oder ähnliches. Ich werde wahrscheinlich einen Abstecher machen bei Evilus Leans und würde mir da gerne eine Einhand-Axt oder Sword holen. Ansonsten so hoch wie möglich, dass ich schnell CW machen kann, schnell Meteor und schnell Red Meteoronica, alles hart auf hart machen kann, also eigentlich nur so schnell leveln wie möglich. Abholen. Ja. Okay. Average, da kriegen wir nichts. Guck mal, hier kriegen wir noch was. Ach, reichlich sogar.
Sogar Flask und sowas alles. Ah. Gut, weil der Drink X oder Crash Out werden wir nun nicht brauchen. Wahrscheinlich niemals großartig. Nur noch 4 Level Unterschied zum Leveler. Jetzt mit 45 die Ringtransformer. Die sind... Wir könnten jetzt schon dahin eigentlich. Wir machen 45 Equipment anziehen und dann gehen wir dahin, ja. Nehmen die besten XP zu HP-Verhältnis, ja. Transformer. Da bleiben wir dann. Mal bis. Transformer 51, 52. Nuktu 57, genau. Gehen wir von Transformer gleich zu Nuktu. Ja. Und so werden wir vorgehen. Danke für den Einwand. Jester, moin, was geht hier ab? Jester? Ja, Jester Wester. Gib mir einen Jester, Jester Wester, falls du es noch nicht wusstest, Jester Wester. Erlösen kannst easy 60 machen, ja. Wow. Dann haben wir, glaube ich, so schon mit. Das schnellste Level einfach so hingelegt. Meine, klar, man könnte noch mehr auf Power-Ups gehen für mehr Schaden, schnelleren Kill-Speed, mehr XP. Aber ich denke mal so von Level-Spots. Ab 15 einfach durch den Maze-Dungeon durch, bis 26, 27, dann zu den Bukros. Von Bukros dann einfach da so ein bisschen hochgehen, bis du bei Card Puppets angekommen bist. Von da hier rüber zu den Prankstars. Und von hier rüber zu Transformer, von Transformer rüber zu Nuktu Vehicle und von Nuktu Vehicle rüber zu Riesem und dann bist du Level 60. Das ist so, wenn du wirklich nur einfach auf Hardcore Grind Leveln einfach nur durchziehen, dann ist das so the way to go, würde ich mal so sagen. Jetzt ohne Quests und ohne viel Schnickschnack und so, Palaber. Warum nur ein Day Blast? Ne, ich muss immer gucken, wie ich das zeitlich schaffe, den zu spielen. Ich wusste auch noch nicht so genau, wann ich den jetzt so richtig anfange und so richtig anfange. Oder ob ich doch noch andere Sachen irgendwie da zwischenschiebe sozusagen und es sich dann noch verschiebt oder doch eine größere Pause irgendwie bei dem ist. Weil ich nebenbei noch so ein bisschen was anderes mache oder plane. Da wusste ich jetzt nicht so genau. Da wollte ich jetzt nicht gleich 30 Tage oder 15 Tage kaufen, wenn ich dann doch irgendwie davon 10 Tage nicht spiele. Noxhut irgendwas wert? Weiß das jemand? Ich würde Noxhut kaufen, tatsächlich. Also nee, ist nichts wert. Stimmt, aber kein Plan, wie viel. Ja, nee, ich glaube, es ist gar nichts wert. Aber ich würde eine kaufen, tatsächlich, für mein Blade. Aber ich glaube, die ist nicht wirklich viel wert. Aber weil ich es bin, würde ich dir dann doch schon 250 Mio anbieten, so. Wenn Max was kauft, ist es teuer. Max ist F. Ja, gut, dann muss ich halt Gender changen. Ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, gibt es in Darkon City irgendwo Nox-Parts oder also Noxt-Parts, irgendwas, wann man sich orientieren kann? Ich würde tatsächlich komplettes Nox-Set oder Nox-Set dann nehmen. Einer hat hier ebenfalls Shop. Ebenfalls M-Shop. Okay, gut. Wenn er die M, dann würde ich für weiblich natürlich nicht so viel zahlen, soll. Also für 10 Mio würde ich nehmen. Ne, die M würde ich dann wahrscheinlich mir sogar verkaufen. So.
kurz. Der Ringmaster da ready ist. Jetzt geht der Damage Boost los. Ja, warte. Was ein Schaden. Der Junge, einen Schaden. Einfach ein plus 8er Set auf Level 45. Okay. Schon mal zelebrieren. Schaden, heiliger Makrele. ATK-Speed ist jetzt gut runtergegangen. 85%. Obwohl wir noch eine Potion of Swift Blast haben. Bei Jojo fehlt jetzt und 10% vom Set fehlen jetzt, also 15% fehlen. So, ach, das Set sind vielleicht echte Macher haben. Bis auf das 10. War noch nie ein Macher. Schon immer so der Larry-Dude. Guck mal, nur Ticks. Welche Equip hast du für den Jester und stattest du den Full STR? Nee. Bitte nicht. Full STR skillen, werden wir nachher auf Level 60 nach Job Change auf jeden Fall dann durchkauern mit Stats. Ne, Level 135 Jester Suit gibt es in Asra plus 3 STR plus 2 STR für 80 Mio. Das hört sich nice an. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Zu teuer, bringt nichts. Lange FWC Change sind die Stats ja weg. Das stimmt, ja. Das stimmt, tatsächlich, ja. Die werden ja leider nicht übernommen. Ab 60 den RM einfach auf Master machen, dann kannst du GT buffen. Oh. Aber wir haben dann keine XP-Penalty, oder? Ich konnte nicht überwachen, ne? Naja. Oh ja, klar. Aha. So, dann. Eine Amp. Abfahrt. Reicht. Ampli. Abfahrt. Abfahrt. Er bekommt nur so wenig, aber das ist ja eigentlich egal. Der Ringmaster ist egal. Aber ich muss auch noch 6 Chars machen und Partys Worlds kaufen. Hat er im Discord gefragt, da meinten die, dass beide Chars weniger XP bekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Penalty, nur was, wenn der Level auf Master ist. Dann kannst du ja ausprobieren, sag ich mal, ne? War tatsächlich ein Mod. Wenn die Aussage von einem Mod kommt, kannst du nichts drauf geben.
That's actually true. Die haben keine Ahnung vom Spiel. Ja, in der Vergangenheit waren halt schon so die ein oder anderen komischen Aussagen, die dann nicht so gewesen sind, worauf man sich da manchmal verlassen hat. Wie viel hat die Karte in der Suit? 16. Mod? Mod? Wo ist Mod? Welcher Mod? Meine Mods? Ja, die schlafen nur, meine Mods. So. Hier. Nur was Piccolo sagt, stimmt. Ist so. Ja, der ist richtig von der Bildfläche verschwunden, ne? Ja, der existiert zwar irgendwo im Discord noch, aber dass der irgendwie mal was sagt oder schreibt oder so. Auch nicht. Eck schläft immer. Schön wär's, ey. Wir sleepen. Läuft schon wieder nach nieder. Er bereitet sich schon auf wöchentlichen Stream vor. Ja, es kann sein. Deswegen seit ein paar Monaten nicht so viel aktiv schreibt. Vorbereitung. Ich spiele mich 3 Tage auf 60 und Max macht das dann 2-3 Stunden. Ja, ist jetzt die 2. Levelstunde. Ich weiß nicht, ob wir in der 2. Levelstunde das jetzt schaffen. Ne? Das wäre schon. Wäre cool. Ich weiß nicht, das könnte extrem knapp werden. Das war irgendwo bei 58 oder sowas landen. Hab seit den verkackten Streams nicht mehr in DE allgemein gesehen. Nee, ich glaube, wenn du kannst ja auch bei ihm im Discord nach seinem Namen suchen, wann er das letzte Mal was gepostet hat. Da war auch nichts mehr von Piccolo. Die Casher, Tricks Casher, ey. Was ist denn das jetzt für eine Stimmung hier? Was soll denn das? Was soll denn das? Nukt und Riesen geben gute XP, das klappt schon. Ich hoffe, ja. Was ist das für ein freches Grinsen? Bestimmt ein Botter. Moonbeam RM mit blauen Wings. Helfen oder so? Ja. Der Bot fast gestorben. Morgen Abend können wir dann zusammen leveln. Wenn ich die Zeit hätte durchzuziehen, wäre er wahrscheinlich im Verhältnis relativ schnell auf Level 100. Nicht heute oder morgen, aber übermorgen. Komm, bin ich da, kommt die richtige Stimmung auf. Natürlich. Als Zugikon immer, oder? Kommen wir zu, wenn man Blade hat. PvP-wise, weil Blade kann nicht so super PvP. Glaube ich. Noch nicht viel testen können. Hm. Die Zeiten sind halt RIP. Ja. Das sind sie. Ah, Jesus. Wurde von einem Moderator gelöscht? Null. Stream Elements. Sagen wir, welcher Moderator?
Not detected. What? Wow. Nee, Jojo machen wir halt einfach. Na, ich will nicht nochmal ein Blade hochziehen. Ich hätte aber gern noch ein Char, womit ich mit Meteonica, Meteo und CW alles auf Hard farmen kann. Und deswegen dachte ich mir, hey, zieh mir einfach mal noch einen Jester auf den Account hoch. Schmuck kann ich ja den vom Blade benutzen. Gut, Jester-Sachen brauche ich halt dennoch, ne? Bloody Jojo und 135er Set, das alles plus 10 machen und Pipapo, Lightning-Karten, bleh. Aber gut. Wird man denn nach einem Monat auch irgendwann durchgestanden haben? Team Elements Band wieder da. Noob Mods. Die besten. Die einzigen, die ich hab. Sonst will ja keiner mit mir sein. Reicht wohl nicht, 1500 Punkte. Reicht wohl nicht. Müssen wohl 2000 werden. Gern geschehen, Schatz. Kommst du mir so? Ja, 2000 Punkte. Habe ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem mit. 2000 Punkte. Kostet das dann? Ist okay. Ne? Ich lasse das so. Ich weiß, Jona, ich weiß. Aber viele lieben es. Hab wohl paar gut gegambelt. Ja. Wohl paar gute Votings gemacht. Waren die Punkte von Jona voll. Shots feiert. Wenn's können wir jetzt benutzen. Also gab es keinen Red Drop? Nee, gab keinen Red Drop bei Red Meteor. Aber okay, kein böses Blut so, ne? Also ich meine. Hier. War die Kunde für Nein so gut? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Die meisten haben alle Ja gedrückt. Also die wenigen mit Nein, die haben da gut abgestaubt. Das auf Master Quest Level ist mega blöd. E-Level sind zu teuer. Ja. Master muss halt auch nicht sein. Ich meine, es macht schon Sinn, den Master auf jeden Fall auf dem Server hier fertig zu machen. Weil, wenn man das. Oh mein Gott. Deutsch. Ich glaube neunmal so viel. Jetzt. Same accessory. Red. Meteor. Ist. I take it as you.
Was? Ist das was, hä? Bist du cool? Heißes CO war bis jetzt von dem chinesischen Dude 11k F-Coin. Da denke ich, ja, für 11k F-Coin will ich es aber auch noch nicht unbedingt abgeben wollen. Vor allem, was war das? Was war das gerade? Eigentlich. Level 30 Bildbooster? Jetzt ein Kampf für die Ohrringe, ja. Also es, wenn das jetzt hier, wenn Kuhn jetzt der Just Wrestler ist und mich nur scammt, dann 11k immer noch das höchste Offer bis jetzt. Hab wahrscheinlich das Level 30 Dungeon. Ja, aber es macht doch keinen Sinn, oder? Was willst du denn da droppen? Die Grillaxt? Die Level Master vielleicht? Für? Als Master kommst du auch noch nicht mal in die Dungeons rein, oder? Ich verstehe das hier irgendwie nicht so ganz. Cheater. Das Level Booster? Aber wie? Du kannst ja denn. Aber wie? Kann er keine Skills usen, oder? Kann er nur 1-1 leveln dann, oder was? Und tatsächlich kannst du auch gar nicht die leveln. Burstcracker kannst du. Aber also weiß ich. Auf jeden Fall ein bisschen komisch. Okay, also kein richtiges CO. Wie immer. Wie immer. Leute, die mich verarschen wollen. Also nach Job-Change kannst du leveln. Meine M war schon 59. Stimmt, bei mir auch unten. Ciao, war es auch meine M oder so? Da war auch 59. Als Master ganz sicher nicht. Als Master, keine Ahnung. Als ein K hört sich echt gut an. Ja. Also ich würde, ich sag mal so, ich würde den Ohrring ungern unter 15k verkaufen. Aber sind nicht so viele, ehrlich gesagt, die da so viel zahlen. Verstehe ich gar nicht warum. Ach, und du schuldest mir auch noch ein No English Challenge, dass ich zu den anderen Lernversprechen. Das habe ich leider nicht getestet. Mal Level up hier. Wir gehen jetzt hier ins Dschungel rein. Einer bei uns in der Gilde hat einen für 3B verkauft. Also ist das echt gut. Für 3B. 3B waren halt damals auch so um die 10k F-Coin dann oder was gewesen. Oder wie viel? Wie war da der Kurs? Weil danach möchte ich mich ein bisschen richten. So ist Tony. Moin, moin. Das ist ja 2 Wochen her. Also war so 10k Kurs dann ungefähr gewesen, oder was? Ich meine, 2 Wochen hören sich an sich erstmal nach wenig an. Aber der F-Coin-Kurs steigt halt auch richtig schnell, ne? Da könnte ja noch ein anderer Kurs gewesen sein. Also da war auf jeden Fall noch ein anderer Kurs.
schnell wieder steigt. Was ist denn der Kurs gerade? Ich glaube 440 M 1K oder sowas. So, 10 Level jetzt noch. 10 Level und 43 Minuten. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Oh, okay, das ist einiges. Max wollte mich wieder um 10 ausgehen. Ihr kennt mich doch. Wann entscheide ich mal in Justice? Nee, 11 war noch nie in irgendeiner Gilde. Er ist die Gilde. Habe ich noch eine Gilde auch mit dem Char, die nenne ich dann Drill. Ja, deswegen 1 bis 2 schlechte Bossruns, schon bis dicke Minus. Ja, stimmt wohl. Stimmt wohl, aber gut. Wenn du FWC farmen willst und so, darfst du daran halt nicht so denken. Bei denen habe ich noch nie gelevelt, aber die geben mit die beste XP-Rate tatsächlich. Also, auf jeden Fall mega gut. Kriegen wir jetzt 30% haben wir. 32. Noch 1,7 oder sowas können wir oben ab. Ich sterbe halt schön schnell. Ich will mal Berserk drücken, aber habe ich auf den Char nicht. Ihr habt gesehen, dass die alte Gilde noch existiert in dem Game, die ich mit den alten Leuten aufgebaut habe damals. Schön, dass der Name der Gilde noch existiert. Wenn du jetzt Justice meinst, ja, da existiert die Gilde noch, auch mit vielen Leuten von damals. Oder mit einigen Leuten von damals, wohl. Aber ich war davon kein Teil, also kann ich da auch nicht mitreden, großartig. Den Damage will ich auch. Ah, geht so. Wir haben halt wenig ATK-Speed, ne? 85% ist so, hm? Das Level echt geil, da levelt man kaum um. Da levelt kaum jemand und die Mob durch das insane. Ja, das wird, dass hier kaum einer ist, ist auf jeden Fall mega. Mega gut. Aber ich glaube, die meisten farmen sich ihren Schmuck selbst mit den Pieces, deswegen sind die Gebote da recht verhalten. Ja, weiß nicht, kann schon sein. Du brauchst halt zum selber farmen halt auch Jahre, ne? Macht halt am meisten Sinn, weil du es halt da wirklich sehen kannst. Bei den anderen, da ist es halt wirklich nur Drop Luck. Wahrscheinlich manche farmen jeden Tag gefühlt Red Meteor, CW Hard und Meteonica Hard. Und wahrscheinlich zum Ende des FWC-Servers haben sie nichts gedroppt gehabt. Weiß nicht, kann ja sein. War Member der Gilde und einer der Top Blades damals aus den Zeiten. Ja, Kushi, bist du's? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Justice hatte ja viele Top Blades. Wir waren sehr bekannt. Neun Level noch? 40 Minuten. I never really see anyone killing those mobs. Those mobs are insane for giving EXP. So best spot I would say for this kind of level until level 55, 56, and then just move over to Rezem. They're also really nice.
Vorgestern 5 Red Drops, alles verkauft, 1,7 MMD, das hat geschmeckt. Ja, kenne ich. Hatte ich gestern bei Red Meat Unica hatte ich halt den Earring, ne, Hawkeys Earring, dann noch die 120. Ach, siehste, immer noch nicht das an Patrick gesendet. Oh, die 120er Ringmaster Suit, die habe ich auch für 1 Milliarde verkauft. Und ein Bloody Slayer, den habe ich verkauft für 400 oder irgendwas. Ein paar Tage fahren, dann hast du FWC Schmuckteil. Ja. Ja. Ein paar Tage fahren. Versuch da immer mal eine Gruppe zusammenzufinden, um das zu fahren. Als Schichtarbeiter ist das nicht so geil. Wenn du dann um 10 Uhr früh fragst, na, kriegen wir denn jetzt hier mit mir 8 Leute zusammen? Nee, ich krieg's dir nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen, dass du keine zusammen kriegst. Nee, krass ist halt, sie ist mit Sharp, mit Ying und Black Cherry immer rumgekommen. Aha. Vielleicht kennst du ja noch Dosu zum Beispiel. Er ist der Leiter hier bei Justice. Ja, schön war es einfach 18 Jahre her. Oh, die Zeit vergeht. Bombe, wenn du es schaffst, wenn nicht, zündest du. Deal. Du bist jetzt bei No English Challenge. Heftig. 400 für Slayer, das ist recht günstig. Ja, scheint so. War auch relativ schnell rausgekauft. Warum hast du mir da nicht geholfen? Siehst du eigentlich, die 500k gebe ich dir doch nicht, weil da hast du mir wieder nicht geholfen. Ach, Level 60 Challenge. In den Minuten. Fragt ja nie ein. Ja, ich kann ja auch abends ganz selten, also zum Beispiel heute hätte ich jetzt wieder fragen können. Hätte ich ja eine Runde fragen können, ob bei Nightmare Dungeon ist, aber jetzt ziehe ich den Jester erstmal durch. Time to get ready for siege, have a great rest for stream and evening, Max. Thanks, mate, and have fun while playing siege, and I hope your team will do well there. And thanks for watching, Luki. Nice to have you around. Okay. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Also, da ich schon selber zweifle und sage, ich denke, dass ich es nicht schaffe, wird da, ne? Also, außer ich sage, wir machen so die Wette, dass ich das nicht schaffe, denn dass ich dann gewinne, wenn wir es nicht schaffen. Weil, dann gehe ich einfach kurz vorher nochmal 5 Minuten pinkeln, falls ich Stopp schaffe. Weil das schon weg war, als ich deine 500 MMs gesehen habe. Ja, das war schon weg. Das war ja in dem Shop mit drin, ja. Ey, ich wollte nur schnell den Shop aufmachen und dann ins Bettchen hüpfen, ne? Dann habe ich noch im Discord so geguckt. Ey, da hast du mir geschrieben, dass sie viel zu günstig ist, aber Bloody Slayer schon weg. Scheiße. Ja, ist wie es ist. Ich dachte halt, Bloody Slayer, so Night spielt halt beinahe. Deswegen dachte ich, das ist halt nichts wert. Du warst früher der beste Blade von Justice und Max. Mal ansatzweise. Das ist ja unfair, da kann ich ja nur verlieren. Ja, das ist ja das Ziel. Wir haben jetzt 8 Level noch und 35 Minuten. Schwierig! Ne, der beste nicht, das waren Ying und Yakushi. Dann kam noch Morlord. Stimmt, der Morlock, ja, der war Morlord. Morlock, der war auch krass. Cash, wieso? Casher. 10.000 Euro reingeballert, erinnere ich mich noch. So, also doch. Doch kein Casher. Doch eher Free-to-Play unterwegs gewesen. Okay, schnell, wer macht denn sowas? Weil der hat eine eigene Firma gehabt und hat zu Hause nur gezockt. Ich weiß nicht, was heißt. Schlecht. Ein paar Tausender Geldverdiener, also.
Ich dachte jetzt wirklich, der hat gecashed und so ein paar Tausender, ist ja okay. Halt klar, so Startkapital muss halt alles verkrannt irgendwie anfangen, aber. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Schauten. Raid. Inst. Wow. Rainer. Maybe. War ein cooler Kerl. Ich so mit 15 und der so mit 50 plus. Oh wow, der war da echt schon so alt, ja. War zu dem Zeitpunkt 2007, 2008 war ich auch 12 Jahre, wo ich angefangen habe mit Live. Heutzutage kommst du in Justice erst ab 1000 Euro rein. Naja, das ist halt quasi Staatskapital. Startkapital. So, aber gleichzeitig musst du aber auch Hartz-IVer sein. Von der Zeit her, ne? Also, musst du natürlich auch viel Zeit haben. Beides. Hat mir Sachen erzählt, Junge. Ja, ich sag einfach nur so, ich habe ein paar Videos von ihm noch und dann komme ich schon rein. Ja, auf jeden Fall, klar. Aus dem nur schreiben. Kommen immer alle, die von früher sind, kommen alle rein. Mingens. Moin Max, moin Chat. Moin Mingens, schön, dass du da bist. Vielleicht Level 79 und noch eine zweite G-Axe kaufen, bei dem Axe bleiben oder noch was. Also. Petinia-Axt, also die 57er oder was das ist. Mal was anderes kaufen für die Offhand. Kommt drauf an, wo du halt gleich strauchelst. Dann brauchst du mehr Hitrate, dann vielleicht Tytrax oder Tytra-Sword in die Offhand nehmen, hast du noch ein bisschen ATK-Speed. Ansonsten, das allerbeste, wenn der Rest stimmt bei dir von den Stats, wäre ein Hiss-Sword in die Offhand noch mitzunehmen. Kannst auch in die First Hand nehmen. Ja. Will ich mir das ein oder levelt man langsamer als früher? Nö, schneller eigentlich. Das ist auf jeden Fall schneller. Also kommt auch drauf an, welchen Server du spielst. Ich zum Beispiel spiele auf dem FWC-Server. Wenn man allgemein anfängt, würde ich das eigentlich auch empfehlen, obwohl die F-Coin-Rate, wenn man jetzt nicht Casher ist, also Free-to-Play ist, dann ist die F-Coin-Rate, also ja, wird schon langsam unsexy hier auf dem Server. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Main-Server besser sind unbedingt. Weil da hast du auch, kannst ja nichts fahren, was irgendwie großartig Wert hat. Aber du levelst halt hier schon relativ schnell auf dem FWC-Server. Also viel schneller als auf dem Offi damals. Und auch so schnell levelt man bei Flive Universe eigentlich schneller als Flive PC damals. Würde ich schon sagen. Ich bin der Einzige, der drunter ist, Kappa. Und dann die 1000 bei Justice, ja. Aber was hast du denn? Gar nichts, oder? Also, du bist ja free to play. Ich habe nur gesehen vor ein paar Jahren, dass mein Char noch existiert hat mit Morlock zusammen, da ich den verkauft hatte damals für 1000er. Das ist ja alles anders. Auf jeden Fall ist alles anders, ja. Wahrscheinlich wird es auch die Chars eventuell nicht mehr geben, weil irgendwann gab es einen Publisher-Wechsel von Websin zu Bora oder Play2Bit oder wie auch immer. Und wer da, glaube ich, innerhalb von 6 Wochen oder so seinen Char nicht irgendwie bestätigt und transferiert hat, wurde alles gelöscht. Ah, dann haben sie einen neuen Server aufgesetzt. Und die Leute wieder anfangen, wenn sie alles verloren haben. Egal. Live war schon immer Cashgrip, wieso? Aber trotzdem schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, um ein bisschen Nostalgie abzuholen. Freut mich auf jeden Fall. Hab die damals extra löschen lassen. Oh, nee. Transferieren? Nee. Löschen. Ich will nochmal neu anfangen auf Bright. Hey, bei mir gab es ja nicht viel. Ich glaube, ich hatte irgendein Master BP oder irgendwas gehabt, was denn gelöscht war. Ja, okay, gut. Nicht so schlimm. Da wurde ja sowieso schon ausgeraubt. Contra Conica leider geil, Alter.
rauskam bei G-Potato. Echt, ja? Ich habe das nie wirklich viel gespielt. Ich hatte aber Kumpels, die auch so Flav gespielt haben und dann zu Draconica rüber gewechselt sind. Aber mir hat so dieser, war das nicht so, so komische Seitenansicht und sowas alles? War ja nicht so richtig 3D, oder? Also mir hat das irgendwie nicht so zugesagt. Ich war immer auch Rapids und so. Ich war immer Flav. Aber halt mehr dann auf PS-Servern und sowas unterwegs gewesen. War damals echt nice, hatte 370. Ja, okay, krass, Alter, Jona, echt, ja? Und sich hier Abgründe auf. Last Chaos war bester. Ich habe Last Chaos auch mal eine Zeit lang gespielt gehabt, aber mich nicht so gehuckt, sage ich mal. Ich musste vielleicht eh aufhören, meine Mutter hat gesagt, wenn ich weiterhin Spiele schmeiße, die mein PC aus dem Fenster, also keine 40 Stunden Gaming am Tag mehr, gute Zeiten. Ja, andere Mittel hat es ja nicht. Entweder Cash oder viel Zeit. Na, wenn du beides nicht hast, dann kommst du halt bei Flav nicht weit. Bei dem PC warst du unterwegs oder verrätst du das nicht? Doch, verraten würde ich sofort, klar. Aber da ich war nie so auf namhaften Privatservern großartig unterwegs, sondern eher mehr so auf kleineren. So an Abstecher hatte ich wahrscheinlich auf jeden Server mal gedacht, ob es Forsaken ist, Dragon Cross oder. Als ich ganz am Anfang angefangen, meinen allerersten habe ich auf Revival of Silence. Waren, glaube ich, noch Kali-Files damals. Die hatten aber schon Root-Server. Das war nicht mit, dass ich über Hamachi da irgendwie einwählen musstest oder sowas. Aber dann weiß ich nicht. Die kamen, die gehen. Ja, ich war aber nie lange irgendwie auf Forsaken oder Dragon Crusade, so die richtig großen. Da war ich dann nie so gewesen, weil, ja, konnte ich ja nie so mithalten. Life of Fame war der beste Shit. Life of Fame war auf jeden Fall ein krasser P-Server damals gewesen. Vielleicht noch P-Server? Ja, klar, gibt's noch P-Server. Auf jeden Fall. Aber keine, die halt Life Universe Files haben. Die, wenn du halt Life Universe zockst, so, ne? Und danach. Spielst du dann halt vielleicht PC oder so ein P-Server, der kriegst halt Augenkrebs. Es ist halt ekelhaft, wie das aussieht. Also wenn man sich einmal so an Flav Universe Look und sowas gewöhnt hat und dann dazu rübergeht, dann, oh Gott. Stay Out Flav und Tune of Life. Ja, die kenne ich auch, ja. Forsaken habe ich auch mal gespielt, aber mehr Floral. Ich glaube, Floral habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt gehabt, wo die irgendwie einen Wipe gemacht hatten. Aber ganz ehrlich, diese ganzen P-Server, wo du da 50 Trillionen Mal einen Rebirth machen musst und immer wieder hochleveln musst und so. Boah, nee, lass mal gut sein, dann mache ich lieber hier auf Life Universe dann meine 2-340 Schatz. Aber 50, 60, 100 Mal da irgendwie für eine Platinstufe oder Rebirth-System. Nee. Sehe ich mich nicht. War damals auch ein Vibe auf Forsaken, der erste Ranger mit 19 Rebirths oder wie viel es da gab. Nee. Ich habe dieses System immer gehasst. Dieses Rebirth-System. So, Master machen, okay. Ja, gut, Master halt. Ist ja ganz lustig so, ne? Nochmal runtergestuft werden von 120 auf 60 ist in Ordnung. Kann man ja machen. Aber dieses Rebirth-System. Oder Platin oder wie auch immer du immer deine Stufen da machen musst. 50 Mal immer wieder das gleiche. Nur, dass du dann immer, weiß nicht, 50% weniger XP bekommst pro Stufe. Nee. Nee. Da hört es halt auch bei mir auf. Wird man bei Flav Universe auch runtergestuft als Master? Hier ist es ein bisschen anders. Du kannst Master machen, optional. Gibt dir keinen Vorteil. Das einzige, was du dann bekommst, wenn du Master machst, ist dieses Master-Symbol.
was halt dann kosmetischer Natur ist. Und wenn du es komplett fertig gemacht hast, Master, dann kriegst du einen coolen Umhang, hast dein goldenes M und kriegst noch ein CS-Pad, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob sie es schon eingefügt haben, aber ich glaube noch nicht. Kriegst du dann theoretisch noch so eine Stat-Page, die du dann swappen kannst. Wodurch du dann verschiedene Builds dir machen kannst und alle 15 Minuten kannst du die Stat-Page hin und her swappen. Wodurch du dir dann halt für verschiedene Builds dann einfach Restats sparen kannst. Du kannst auch hier Master, wenn du dich für Master entscheidest, kannst du es immer in Etappen machen. Also von 60 bis 70, 70 bis 80, 80 bis 90 und sowas alles. Und wenn du abbrichst, die Master Quest, bist du gleich wieder dein Level, zum Beispiel Level 140 mit 99,99%. Und kannst zum Beispiel dann Red Meteonica farmen oder irgendwas anderes machen, wofür du dein hohes Level halt brauchst. Wenn du Master weitermachen willst, nimmst du die Quest wieder an und bist da, wo du aufgehört hast, wo du quasi die Master Quest abgebrochen hast. Das ist hier so ein bisschen angenehmer. Ich habe damals mega geile Level-Spots. Ja, stimmt schon. Man konnte ja jede Klasse mal switchen. Gravita hatte ich da als Ele. Da wahrscheinlich denn die meisten oder die, die halt am effektivsten ist. Ich dachte, Multistats geht mit Battle Pass auch, ja. Und es sollte noch irgendwie so sein, dass du drei Pages bekommen kannst. Also deine Main-Page, die du jetzt hast, deine zweite, die du durch Battle Pass bekommst. Und eigentlich war auch noch irgendwie die Rede von einer dritten, die du dann mit fertig abgeschlossenen Master hast. Aber ich weiß nicht, ob es nur ein Verbesserungsvorschlag ist, der angenommen wurde und irgendwann reinkommt oder ob er schon drin ist. Weiß ich jetzt nicht. Soll eingeführt werden, wenn man Master 120 ist, genau. Achso, also ist noch nicht da, okay. Geben Resim nicht mehr XP, sonst wird's eng. Und du musst blechen. Weiß nicht. Kann schon sein jetzt mittlerweile. Ja, wir machen hier das Level noch. Mehr XP? Ja, sicherlich geben die mehr XP. Ist die Frage bei dem Killspeed. Die wesentlich länger brauchen. Lieber Suit. Ich weiß nicht, was wert ist. Oh, warte mal. Geringen ATK-Speed. Gleich nur noch 5 Level. Hey, der ist immer noch. Ach, schade, der ist nicht mehr online. Oh, mein Leveler ist nicht mehr online. Mein Ringmaster ist einfach disconnected. Macht er wie über dem. Ah, gut, wenn er nicht mehr gespielt hat. Level noch in 20 Minuten. Nicht so realistisch, glaube ich. Auch ein bisschen eklig, weil denn eine Ampli zu aktivieren macht ja auch keinen Sinn. Level noch. Wie viele Minuten haben wir jetzt pro Level gebraucht eigentlich in den letzten paar Level?
Wir dürfen jetzt keine 5 Minuten mehr pro Level brauchen. Wir haben mal weit rüber. 4 Minuten pro Level. 2 bis 4. Hast du eigentlich den Hawkeye's Earring von Red Meteonica gedroppt? Bis dann. Ich bin natürlich gefreut. Wie nice, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, Clockworks droppt Ringe vom FWC-Schmuck. Meteonica droppt die Ketten. Und Red Meteonica droppt, glaube ich, die Ohrringe. Glaube zumindest, dass so die Verteilung ist. Nee? Nee? Sicher? Oder ist es komplett random? Guildmate hat den Earring von Meteor. Ah, okay, dann ist es also random, alles klar. Weil ich wusste, dass einer Apfelschorle, der hat von Meteonica eine Kette bekommen. Deswegen dachte ich, dass vielleicht so die Aufteilung ist dann. Dass deswegen auch die Ohrringe sind ja die günstigsten, ne? Die du dir von FWC Pierces so erfarmen kannst. Kosten ja die Ohrringe nur 360, die anderen ja irgendwie 400, 500 in diesen Pieces. Deswegen dachte ich, okay, ja, macht Sinn, weil wenn du die Ohrringe von Red Meteonica bekommst, der hat ja nur einen Eintages-Cooldown. Deswegen kannst du ja jeden Tag machen. Deswegen sind die anderen beiden teurer, die Kette und die Ringe, weil die kannst du sonst nur von CV und Meteo, die einen 2-Tages-Cooldown haben. Macht ja Sinn. Aber dann macht es ja doch keinen Sinn. Würde sicherlich Sinn ergeben, aber man weiß ja, wie Gala ist, ja. Das halt nicht mit Logik rangeht, ne? Sonst wundert man sich nur. Vielleicht noch viel Level, aber... Soll er noch ein Level so ohne Ampli machen? Ah, schätze ich mal. Also für 1,5 Level oder ein Level oder sowas, was wir denn noch brauchen, mache ich nicht nochmal eine Ampli an. Machen wir die ganze Zeit nur Job Change. War denn Zeit eigentlich gestoppt? Wie lange wir brauchen für Job Change, für von 15 bis 60. Bei 2 Stunden. Vielleicht 2 Stunden 30 Minuten dann oder sowas. Oh, Cruiser Suit. Ist das wert? Ja. Payment pro Level sollte aber fast klappen. Echt, ja? Ist so knapp dann? 4 Level noch. Rebuffen muss ich denn nochmal? Von 49 wird die XP deutlich weniger, aber die Killspeed höher. Ja. Naja, aber Killspeed ist halt schon gut hoch, ne? Weiß nicht, ob wir da so einen krassen Benefit von haben. Weil wir nur beschäftigt sind, von Monster zu Monster zu laufen. Aber es macht halt auch keinen Sinn, irgendwo anders jetzt nur extra hinzufliegen, hinzulaufen oder sowas.
Okay. Wird ein Ringmaster herkommen? Und wieder weg. Runter. Okay. Richtig. So, Cheer. Cheer jetzt, ja. Vielleicht holt es das ja nochmal raus, jetzt 10% mehr. Ne, 5% mehr? 5% mehr. 1 Max, 1 Sponsor. Hallo. Klärchen. Buddy. Gut, gut. Und selbst, ich hoffe auch. Da ist alles tippitoppi. Wie geht's mit der Life Motivation? Gut, auf jeden Fall hier bei R mal Level. Was Claim. Nebenbei. Ja, ich mache mir auf jeden Fall zur Abwechslung mal einen Jester, habe ich mir gedacht. Ich hätte das gedacht. Und wir versuchen gerade eine Challenge, aber die Challenge werde ich wohl nicht schaffen. Wir wollten mit der Ampel noch Level 60 machen, aber da fehlt ein komplettes Level in Abwechslung. Hättest du ja lieber ein BP gemacht. Ey, ist auf dem gleichen Account wie mein Jester auf dem Main-Server. Um dann die ganzen Sachen mit rüber zu traden und so. BP ist schon cool. Mach ich danach. Stand. Ah. Up guys. Fast Thief. Oh, Fast Thief. Oh, Fast Thief. Hello. Hey, warum wird mir jetzt so warm? Schon bei Bonzo da ist. Noch ein Level. Sieh. Muss Pool. Muss Pool. Lacken PD8. Ah. Wenn ich mitkriege, hebe ich sie auf, aber den habe ich wohl nicht mitgekriegt. Und für Suchen habe ich jetzt echt keine Zeit, ne? 3 Level, 10 Minuten. Sieht nie gut aus. Sieht nicht gut aus. Du wirst jetzt nicht einen Ranger Level aus Versehen. Bloß nicht die Ranger Quest jetzt aus Versehen annehmen. Den Ari machen. Das ist der PD hat. Bloß nicht dann den Ari machen. Krieg auch kein Prozent mehr, ne? Muss ich über 100 Dinger killen. Weit über 100 Dinger für den Level Up. Sag mal lieber deine Punkte. Der ist 4. Das wird nichts. Zum Glück bin ich die Wette nicht eingegangen.
Ich hatte schon das richtig im Gefühl. Was haben wir noch? Noch ein PD? Wie viel kostet es, selber ein Pet of S zu machen? So um die 530 Mio. Das, wenn du Berries und sowas alles selbst gefarmt hast, sind 530 Mio. Abwehrt. Ja, vielleicht finden wir den ja noch. Wenn nicht, ist auch egal. So wenig XP. Die Leute mit den Pet Food Shops verdienen sich auch eine goldene Nase. Ja klar, dann warum auch nicht? Irgendwie muss ja auch an Penya kommen, so, ne, mit irgendwas verdienen. Und warum nicht damit Geld verdienen? Wenn die Leute da lieber anstatt selber zu farmen und das selber zu machen, schnell einkaufen wollen, dann lass er doch. Schade drum, ich hätte gefeiert, wenn du musstest. Ich weiß. Wenn ich abdrücke, dann feierst du. Mhm. 30%. Also das Level schaffen wir auf jeden Fall noch. Safe, aber danach ist denn... Genau, fast zwei Level denn, ey. Ohne Ampli. Wenn wir wenigstens noch eine Low rausgezogen hätten, irgendwie aus dem Event. Wäre dann ganz lustig, aber so. Ja, ich sage nicht, dass ich das selber mache. Natürlich nicht, Jona. Von irgendwas müssen die Leute mit ihrem Petfood ja auch leben, ne? Ist ja so. Wann machst du mit Meteor auf dem FWC-Server? Habe ich schon. Sind wir schon durch. Haben wir mit gleich als erstes gemacht. Damit ich danach hier die Zeit habe, den werdenden Jester ein bisschen zu leveln. Also mit Red Meteor und Nika sind wir auf jeden Fall durch heute. Morgen dann wieder. Morgen auch Meteor und Clockworks Part. Morgen früh dann eventuell alle drei Bosse. Genau. Also wenn morgen früh Stream. Dann auf jeden Fall alle drei Bosse, klar. Was Schönes gedroppt? Nee, war komplett ohne Red Blood, leider. Aber ist okay, nehme ich so hin. Auch wenn die nächsten 5 Meteonica, also Red Meteonica ohne Red Drop sind, wäre es für mich nicht so schlimm, weil der gestern hat mir diesen Hawkeye Earring, so ein FWC-Schmuckteil gedroppt und ja, ist okay. Nehme ich mit. Morgen frei, nicht frei, aber spät. Das heißt, ich habe. Wenn nichts weiter ansteht, betone das nur immer, weil es ja leider dann durch die unvorhersehbaren Sachen manchmal kommt. Mostly kindkrank, dass es dann doch nicht geht mit Stream. Aber das ist dann halt so. Ansonsten mache ich morgen Spätschicht, das heißt Vormittag, Mittag dann Streaming-Session, natürlich. Keine anderen weiteren Termine. Und was hatte ich das letzte Mal auf Buru? Also so richtig. Wann ist FWC Server gestartet? Ich bin zwischendurch irgendwie mal ab und zu mal irgendwie eingeloggt, kurz, um was zu gucken, zu machen. Aber so richtig, dass ich da wirklich was gemacht habe, ist ja seit FWC nicht mehr. Glückwunsch, danke. 14.06. 14.05. 6. kann ja nicht sein. 14.05. ja. Wir sind der 6. und einfach in der Zeit ein Blade 140 hochgezogen. Ey.
3 Minuten noch. Oh. Fast 2 komplette Level dann noch machen ohne Ampli. In dem ekligen Levelbereich jetzt, so also kurz vor Second Job. Kurz bevor es spaßig wird eigentlich. Kurz bevor es eigentlich erst losgeht, kann man sagen. Mal zieht sich dann nochmal wie ein Kaugummi. Gibt es keine halbe Ampli für 30 Minuten oder so? Die würde ich noch holen, aber eine ganze nicht. Okay, dann gucke ich morgen früh im Gym. Geil. Ah, Gym könnte ich eigentlich auch machen, aber dann würde ich ja Gym gehen, hätte ich halt automatisch dann eigentlich keine Zeit mehr für Streaming und sowas. Da ist mir Streaming dann doch schon irgendwo wichtiger, ne? Das macht mir mehr Spaß, denn ich bin regelmäßig auf Buru für Battle Pass und Co. Habe auch all meinen Schmuck und meinen Baustoff verkauft. Ja, es wäre theoretisch, dadurch ja jetzt den Jester hier mache, könnte ich eigentlich auch mein Formset, mein Neon-Set und alles verkaufen und mein Bloody Jojo. Ja, jetzt. Ne, was war denn jetzt? Noch nichts. Macht ja eigentlich Sinn, alles zu verkaufen, ne? Aber mein Bloody Jojo hat auch schon 10 Sockel. Vielleicht ist wie Jim, E-Sport eben. Ja, stimmt. Kannst ein IRL aus dem Gym machen. Das stimmt. Wenn ich jetzt mehr Raum, mehr Platz hätte, würde ich so Sport vielleicht mit einbauen, wie so Subgoal oder Channel Points. Mache ich, weiß ich nicht. Einen halben Klimmzug zum Beispiel. Ne? So, dann würde ich vielleicht nicht mehr das so machen, dass man nur mich sieht, sondern dass man auch den Hintergrund sieht und sowas alles. Und dann hätte ich halt da, dann würde ich machen wie Mr. Rosa Pony. Na, dann würde man im Hintergrund meine Hantelbank sehen und im Vordergrund würde ich dann McDonald's fressen. Und fertig, Tiefkühlpizza. Würde ich mich sehen. Ja. Ja, doch, darauf hätte ich Bock, denn wenn ich so einen richtigen Streaming-Raum dafür hätte, dann würde ich da auch, glaube ich, Fitnessgeräte so installieren, sodass man das in der Kamera gut sieht. Und dann immer, wenn irgendwie Abo-Ziel erreicht ist oder irgendwie mit Channel Points oder sowas, dann halt einen halben oder einen Viertel Klimmzug würde erreichen erstmal. Solange die Preise noch hoch sind, wenn der FFC ich habe schließlich noch nicht verkaufen, kommt der Preis schon. Ja, das stimmt. Feier ich? Sehr gut. Da ist Max ein Roboter. Natürlich. The Robot. Nein, noch eine Minute. Oh nee. Ich trage draußen auch immer Jogger, damit die Leute denken, dass ich Sport mache. Ja. Ein Jogger und dann noch ein weißes Unterhemd. Muskelshirt. Wo noch ein bisschen Soßenflecken drauf sind. Perfekt. Gibt's den noch? Mr. Rosa Pony? Nee, ich glaube, der hat gequittet für Diablo 4. Soweit wie ich weiß. Oh, ein Intrinsic plus 5. Sogar ein bisschen was wert sein, aber wir sind heute lazy. Lazy FF. Ich glaube, ich könnte jetzt Mightiers. Die Mightiers könnte ich jetzt eigentlich tragen, aber ich habe die auf der Bank rumliegen. Ich Idioter. So, jetzt leveln wir hier ohne Ampli. Eigentlich auch nicht so wild. Immer noch gute Erfahrungspunkte. So, das ist bestimmt noch mal eine halbe Stunde, bis wir durch sind. Prosecco Onkel hat Hubspace gelevelt. Prosecco Onkel gifteter Tier 1 sucht du Hubspace. Prosecco Onkel, vielen, vielen Dank für deinen 102. gegifteten Sub. Dankeschön, lieber Dank.
Prosecco-Onkel hat RICZ0M gelevelt. Prosecco-Onkel giftet der Tier 1 Subtour RICZ0M. Prosecco-Onkel, Prosecco-Onkel. Nikon, Mann. Bro, wo ist das da? Erik? Prosecco-Onkel hat X3NMO gelevelt. Prosecco-Onkel giftet der Tier 1 Subtour X3NMO. Prosecco-Onkel, vielen Dank. Dankeschön. Für deine drei gegifteten Subs. Nummer 104, ey. Es wird mir wieder warm. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Brustpflaster, ja. So durchziehen, ne? Low Amp wäre halt noch cool, aber die gibt es halt nur durch die Dailies, aber ich glaube, da können wir halt nichts mehr holen, oder? Events. Hallo Events. Ja, der wehrt sich. Prosecco Onkel hat Kuolix gelevelt. Prosecco Onkel giftet der Tier 1 sorgt du Kuolix. Zeige Onkel Farm. Nee, nein, nein. Das wollte ich jetzt nicht als Anreiz geben. Vielen Dank. Ja, aber ist so. Ist aber wirklich so. Alter, ist es noch so warm draußen? Ja, bestimmt, ne? Ich glaube, die Sommersonnenwende war jetzt erst gewesen. Brauche ich noch nicht weit aufreißen hier. Da wird noch nicht passieren. Zeig, Onkel. Vielen Dank. 105 gegiftete Subs. Einfach 5. 105 gegiftet. Ja, Siege. Nee, Siege will ich nicht. Ich habe keine Gilde, die wirklich gut Siege live irgendwie, wo ich mit meinem Blade da mitmachen kann und sowas alles. Als PvP Siege Klasse werde ich mir jetzt halt auch diesen Jester dann hochziehen. Aber das live zu streamen ist halt immer ein bisschen difficult ohne empfindliche Informationen. Das wird ja so gerade von den hohen Siege-Teams ja auch sehr ernst genommen, Siege, und nicht so, ja, okay, da kann man so einen Streamer einfach mal reinsteppen und alles streamen, wie so gespielt wird. Ja. Ich weiß, ob das in Zukunft irgendwie mal gehen kann. Da macht Prosecco mir wirklich ein bisschen Angst. Anspielung. Oh, die sind auch gar nichts. Da kann Prosecco Onkel noch viel mehr. Als Bonus bekommen. Weihnachtsbonus im, sagen wir, noch Juni. Inflationsausgleich. Haha, Kappa. Bei uns war der Tarifabschluss auch einfach nur traurig gewesen. Und trotzdem feiern die sich. Mach die Sprachnachrichten zwischen mir, zwischen Max und mir hören würdest. Feuer und Flamme. Ich fick mein iPad. Ja, ein iPad zu. Weiß nicht. Stelle ich mich schwierig vor, aber vielleicht gibt es ja eine App dafür. Habe ich alle Buffs? Ah, sieht irgendwie so komisch aus. Leona, was machst du denn? Ach so, wegen. Nice, ach, Nico, nice. Ach so, wegen der Rechtschreibung. Ja, okay, okay, I got it. I got it. Catch up, bro. Hey, Ketchup. Ketchup. So bad. Wieso ist er mittlerweile USB-C? Stimmt, der geht eigentlich.
Fast wieder zu groß, die Öffnung. Oh, jetzt hat's noch. Okay, zum Glück habe ich auf 18 eingestellt. Noch und dann noch mal ein Level. Nice. Zieh ich durch. Ja, ich glaube, danach mache ich mit meinem Ringmaster wirklich Master. Wenn die beiden ja mal zusammenleveln, dann kann ich das auf jeden Fall mal testen. Ja. Pack mal meinen Loot mit ein. Ist in Ordnung. Nimm mit. Bleiben wir denn hier oder gehen wir doch irgendwo anders hin zu Eldegard und Garbage Spider oder sowas? Das hat keinen Sinn. Einfach durchziehen und dann. Was kriegen wir dann noch? 0,5% oder so pro Mob? Vielleicht? Das, was wir jetzt kriegen, oder? Das bieten wir noch an. Heute mit dem Blade auch ein Psy gezogen. XP waren eher so mehr wegen. Waren eher so mehr wegen den neuen Level-Differenz. Also, wenn ich jetzt meinen Ringmaster dann auch auf 60 mache, 60 Master. Hat das denn irgendeinen Effekt auf meinen Jester? Nee, echt ja. Ist das denn ordentlich reduced? So Müll. Weil GT zu haben in dem Level mit Level 60 wäre ja schon eigentlich geil, ne? Ich will ja meinen Ringmaster nicht meinen Jester ziehen. Ich will einfach nur, dass mein Jester halt GT dann hat die ganze Zeit. Und mein Ringmaster ich halt einfach hinten dran halten kann. Also DD wäre trotzdem mein Jester. Der killt. Moin, Xtreme. Ja, weiß nicht. XP gehen. Das ist jetzt noch 0,5? Das ist jetzt eine Abkommen? Ja, fast. 0,49 oder sowas. Ja, dann hast du ihn für den Blade nicht mehr auf 60. Ja gut, das ist... Ah, ich kann ja auch dann wieder abbrechen. Aber für einen Blade würde ich jetzt nicht so schlimm sehen. Mit dem Blade one-hitte ich wahrscheinlich sowieso alles, oder? Schätze ich mal dann. Das ist eh egal. Oder? Kannst du mir sagen, wie... teuer das Level 135er Ranger Set plus 8,28% ATK wert ist. So wie viel das wert ist. Wahrscheinlich so über 2 Milliarden, weit über 2 Milliarden, vielleicht sogar weit über 4 Milliarden. Wie viel ist denn so eine Lightning-Karte wert? Mittlerweile sind die nicht auch schon fast eine Milliarde wert oder sowas, eine Lightning-Karte, wenn da 4 drin sind, ist ja schon fast 4 Milliarden, oder? 850 eine, ja, naja. Oh. Mods, sagt ihm. Mods, Mods, wo seid ihr, Mods? Dem Server Bo, dem mir gestern eins gekauft. Nein, nein, nein. Ja, okay, okay, Bo, Ding. Ja, wer spielt denn auf Bo, Ding, Alter? FWC-Server spielen wir. Sorry, ich gehe aber wirklich immer irgendwie auf von FWC-Server-Preisen aus, so, weil.
Ja, wer spielt halt nicht auf FWC, hallo? Ja, auf Brooding ist... kann das sein, ja. Ja. Wahrscheinlich irgendwer günstig verkauft oder sowas, weil er hier auf dem Server schon das FWC Golden Set sich geholt hat. Und deswegen halt das 135er Set halt rausschmeißt. Um irgendwie noch ein bisschen Penya oder sowas dafür zu bekommen. Was alle machen. Aber bestimmt, Patrick. Werden die Server nach dem Event zugemacht? Der FWC-Server wird am Ende dann geschlossen, ja. Und die Chars, die du hier erspielt hast, die kannst du dann auf einen Server deiner Wahl transferieren, zum Beispiel Burudeng. Daher spielen die meisten alle hier, um dann den Char auf Burudeng und sowas zu transferieren. Weil es hier halt im Vergleich einfacher ist, höher zu kommen. Weil du hier schnellere oder höhere XP-Rate hast, höhere Drop-Rate hast, höhere Upgrade-Rate hast. Und du hast hier auch noch andere Endgame-Equipment, was besser ist. Also minimal besser ist als das Endgame-Equipment auf Brooding zum Beispiel, also auf den normalen Servern. Ja. Einfach Patrick Sainz. Einfach Patrick Sainz. Nur 20% und Brille haben wir. Gehen aber dann die Party-Skills aus, also die anderen, die so nicht so wichtig sind. Ich habe Angst, dass die Leute dann alle lieben. Wenn ich dann keinen Link-Attack-Prozente mehr habe. Das wäre schon ein bisschen schade. Wann endet der Server? Am 7. September soll er enden, laut Gala. Was ich noch fragen wollte, kommst du zum CSD nach Berlin? Ich denke nicht, dadurch ich und seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, nicht mehr, ob irgendwas war, ob es jetzt irgendein Konzert ist oder so eine Feier oder sonst irgendwas. Ja. Halt, bei uns ist das halt immer ein bisschen schwierig. Na. Mit Kind und sowas alles immer aufpassen und pipapo. Aber ist das halt immer. Den Kleiner jetzt mitzunehmen mit 2 Jahre zum CSD, weiß er nicht. Ey, der hat bestimmt seinen Spaß, aber ob ich da meinen Spaß hab. Ob ich einen Z plus 8 habe. Ist der Casual 10er. Natürlich. Natürlich. Geht mit Kind. Naja. Kenne der Star denn da? Sie alle mal an die Bank kneifen, weil die so zuckersüß sind. Bin am überlegen, welchen Auge ich mir mache und welche Tipps. Halt gut. Also wenn es jetzt nur Auen geht, dann also Knight ist jetzt nicht schlecht. Also kann man sagen, der ist gut. Aber wenn jetzt schnell leveln willst, ist halt Elementor oder Psykeeper halt schon King. Am Ende ist der Kleine dann Fuchs, ja. Identifiziert sich dann als Fuchs. Cool. Erstmal raus. Jona, alles klar, schön, dass du auf jeden Fall da was reingeschaut hast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich wünsche dir noch einen gechillten Sonntagabend. Später eventuell, wenn du noch länger machst. Eigentlich allzu lange, dadurch auch morgen früh dann ab zwischen 9 und 10 Uhr dann planmäßig wieder streamen möchte. Da will ich ja nicht durchhängen. Aber Jobchange werden wir auf jeden Fall noch machen. Ja, und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen kurz testen, bildtechnisch. Ob wir da noch großartig eine Levelstunde ranhängen, ich glaube nicht. Dann lieber morgen früh dann frisch und munter und motiviert loslegen. Ciao Chat, ciao Jona. Bis morgen hoffentlich. Aber auch einen fetten Einkauf bei Bloody Bow und Image Pet ab 25%. Das ist halt das Coole hier, ne? Wenn du jetzt F-Coins verkaufst, irgendwas so ein bisschen, du kannst halt dadurch instant gefühlt dir ein S-Pet leisten oder schon machen.
gefühlt dadurch jetzt 1K11 Coin, 450 Mio ist ja schon fast ein S-Pad einfach. Wahnsinn. Hast du überhaupt No-Name-Shirt? Sehe immer nur Marke. Die wohnen halt nah an Polen, ne? Und sich für einen schmalen Taler da Sachen zu holen, die so aussehen, als ob, geht halt easy peasy. Ja. Oh. Ja. Ist fake. Ey, immer irgendwo muss man ja seine Benefits auch von Polen holen, ne? Also, anderer Benefit wäre da günstig, guten Urlaub zu machen. Freue ich mich auch schon da drauf. Ist dann so Ende August, September. Da streamtechnisch, natürlich geht dann nur IRL-Streams. Imagine, ich würde wirklich IRL-Streams machen. ja, abgesehen von nice Urlaub in Polen, kann man auch nice Klamotten shoppen in Polen. Thanks TV. War nur nach Polen zum Kippen kaufen und früher zum Tanken und Einkaufen. Ja. Dadurch ich nicht smoke, fällt das schon mal weg. Aber dafür halt umso mehr Klamotten halt einfach. Frisch geklaut in Deutschland, verkauft in Polen. Wie auch immer sie es machen. Hauptsache sie machen es. Ja, ist wie ohne Cap. Ja, ja. So, am Strand in Chile. Ein paar Klecker-Sandbogen baue. Mit so einem Mann. Alles live auf Twitch. Wie so Imagine, so richtig so mit so einer Stange und Kamera denn da, wie so ein Influencer. Boah, wenn ich Nacken schaue, wenn ich daran denke. Da kann man das ganze Penya vom FWC Server dann auch wo denn rübernehmen? Nee, Penya kann man nicht rübernehmen. Man kann nur das Equipment, was equipped ist, mitnehmen. Ist dann aber auch Account gebunden. Und du kannst Cash-Shop-Sachen, die vom Cash-Shop sind, mitnehmen. So CS-Pads, Protect-Rollen und sowas. Aber nicht von Events oder so, das CS-Stuff. Theoretisch, so wurde es kommuniziert, sondern halt wirklich nur aus dem Cash-Shop. Und du kannst FWC-Sachen mitnehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Ohrring, der würde jetzt so mitgehen, würde aber Schmuckset zum Beispiel den Effekt verlieren und so. Also am besten das FAQ lesen. Von Gala, wenn du es genau wissen möchtest. Wo geht's hin? Swinemünde ist nice. Ja, in die Nähe. Wir gehen zu. Also ist noch polnisches Insel Usedom. Wie ist denn der Ort? Mitronskie? Nee, Mitronskie? Ah, irgendwie so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall polnische Seite von Usedom. Schön mit Sandalen und Socken, auf jeden Fall, ja. Oh, schöne beigefarbene Sandaletten. Genau, Tennissocken. Bis hochgezogen. Was zu den Knie. Genau, so eine Angler-Shorts. Kurze Angler-Shorts und dann ja irgend so ein Tanktop, so ein, also nicht Tanktop, sondern so ein Muskelshirt oder wie die heißen. Are you really gonna 1v1 the way to 140? Yeah, why not? Not the first time and not the second time, so. As a jester, I know. We as jester class have the OP jester blast skill, which is OP. That's why it's called OP jester blast. But yeah, it's too easy for me to just use Jester Blast, and it's kind of cheat code. And I need the real challenge. That's why I don't want to use Jester Blast. And just 1v1 all the way up. Dein Polnisch ist ja fast so gut wie dein Englisch. Die Tennis sagen aber bitte von Lidl. Wo Lidl denn noch draufsteht, die Marke? Was soll das heißen? Uwaga, Prosecco Onkel, Uwaga. Damit ist nicht zu spaßen.
Mietstreu? Ja, irgendwie so, Mietstreu. Ja, das ist das Sortiment. Davon würde ich mir echt welche holen, ne? Hier hat es schon Stil. Die Lidl-Sneaker. Hm. Obwohl ist es schon cool, ne? Eigentlich müsste man... eigentlich müsste man die kaufen und verpackt irgendwo wegpacken und in 15 Jahren kannst du die nochmal rausholen. Gibt es bestimmt irgendwelche, die neuen Hipster-Influencer oder sowas, die dann dafür 5000 Euro zahlen für die Sachen. Ich sag's euch, zuerst gehört hier bei Max TV. Die haben auch Adiletten, die wären nice. Die waren nice. Wie dich? Ich geh mit Lidl Schlappen bei Penny einkaufen. Oh. Jetzt tun sich hier wirklich Abgründe auf. Den Swag. Sagt man das heutzutage noch, Swag? Ja, ich fühle mich schon wie so ein Boomer. Jetzt kommst du. Bestell einfach bei Rewe zum Abholen. Ja, was hatten. Swag-Loss. Oh no. Boomer-Stream hier richtig. Du hast aber auch bei meinem YouTube-Kanal, wenn du durch die Analytics durchgehst, ne? Durchschnittsalter und Anteile. Wir sind halt alle nur so in unserer Bubble, ne? Da ist kein Jungscher, der sich Life Universe gibt und dieses Game zockt oder so und sich dabei YouTube-Videos irgendwie von mir reinzieht. Gibt's nicht. Es fängt, glaube ich, erst so ab 18 oder sowas an. Da sind dann die ersten Jungen. Aber da gibt's keinen wie damals mit mir, wo ich 12 war oder so, der irgendwie anfängt mit Life Universe. So. Gibt's einfach nicht. Da gibt's keiner. Zockt keiner von denen. Die zocken halt alle nur so jetzt so Kinderspiele wie Fortnite oder Minecraft. Aber man muss halt sagen, Life Universe ist halt schon so ein Spiel für Erwachsene halt, ne? Für Ältere einfach so, da musst du schon ein bisschen durchgereift sein. Okay. Ey, ich hab's fast geschafft. Noch. Kann man Job Change machen? Yes, so. Hier sitzen wir 12 lieber vor dem Bahnhof mit Klappmessern in der Tasche. Gut. Vor denen habe ich auch immer Angst, ja. War schon sehr blutig, vielleicht. Weil. Ich bin auch rücksichtslos, ne? Hier die Brocken zerfetze mit meinem Jojo. Guck die halt einfach da durch ihn durch, ne? Das ist halt schon ein bisschen. Wenn da genau hinguckt, wird einem schon ein bisschen schlecht davon, von dem Anblick, aber gut. Ja, langes Training. Den Jojo durchzudrücken. Yay! Hier so, zack. Hm.